Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich bin der Flo und wir spielen Dark Souls. Zu Dark Souls möchte ich noch kurz Kleinigkeiten sagen. Ist ein schweres Spiel. Ich bin eh kein so konsequenter und super Spieler, aber ich hab's durch, also noch nicht, aber bald werde ich's durchhaben. Noch vor Ende, also ich spiele es definitiv nicht blind. Was blind ist, ich werde mit dem Zauberer spielen. Ich spiele sonst am Anfang den Barbaren meistens, weil ich Beweglichkeitsbild, Stärkebild, Stärkewille habe ich am Anfang gehabt. Genau, das sind so meine Sachen, die ich immer spiele. Herrn Magier war noch nie dabei. Machen wir ihn heute mal. So, ich werde mir auch Hilfe holen. Ich werde deswegen auch PvP-Aktionen haben. Jetzt nicht so viel, weil ich habe mein Bild nicht auf PvP ausgerichtet. Ich habe eigentlich überhaupt kein Bild diesmal gemacht, weil ich mir gedacht habe, komm, wir wollen es eben nur durchspielen. Wenn Interesse besteht, würde ich sogar gerne noch ein paar PvP-Videos hochstellen, mit anderen Charakteren natürlich dann, aber das kriegen wir hin. Farmen und sowas werde ich wahrscheinlich extern hochladen, das sehen wir dann, wie wir es genau machen. Ich möchte es euch zeigen, aber muss ja nicht jeder sehen, ist ja auch langweilig. Ich meine, ich renne eine Stunde auf und ab und gut ist. Genau. Also ich mache kein Walkthrough, das mache ich einfach nicht, gibt es bessere. Ich spiele es einfach nur durch, gemütlich ins NG Plus gehe ich vielleicht auch, wenn Interesse besteht, schauen wir mal. So, wir fangen ein neues Spiel an. Den Charakternamen eingeben. Wir machen einfach ganz dreist Messer auf Flo. Unser Geschlecht ist männlich. So, Klassen. Wir haben verschiedene Klassen zur Auswahl. Der Krieger ist so ein Schwertkämpfer, ein wunderbarer. Ein Ritter, der ist ein ziemlicher Tank, hat Vitalität, Kondition, wundervoll, wenn man auch so steht. Der Vagabund, recht schnell, beweglicher Kämpfer, sehr schön. Der Dieb, relativ flinker Kämpfer, ist aber schwieriger für den Anfänger, weil er eigentlich auf Backsteps und Parieren arbeitet. Ist schwer, muss man sich dran gewöhnen, ist Übungssache alles, also sehr viel Übungssache. Der Bandit, wunderbare Startklasse finde ich, von den Werten, gut Kondition, gut Stärke, man kann daraus ein Beweglichkeitsbild machen, obwohl er nur 9 Beweglichkeit hat, einfach weil er 14 Stärke hat und 14 Kondition, das heißt, er kann relativ lang seine Waffen schwingen und Stärke 14 ist, zum Beispiel für einen Katana braucht man auch schon Stärke 14, um es überhaupt zu tragen, also hat er diese Voraussetzung schon mal erfüllt. Der Jäger, auch eine sehr schöne Startklasse. Wird in Speedruns gerne genommen. Wahrscheinlich, weil die Stats sehr gut mit der Schwarzritter-Hellebarde matchen. Der Zauberer, den werden wir spielen. Relativ schwach, hat aber viel Zauberei und Intelligenz. Jetzt werden sich natürlich manche fragen, hä? Zauberei sind Zauberslots. Also ich kann mit 15 Zauberei, wenn ich mich jetzt nicht irre, 3 verschiedene Zauber mitnehmen. Habe ich 3 Zauberslots. Und bei 16 kann ich schon 4 mitnehmen, was echt cool ist. Und Intelligenz verstärkt meine Zauber. So, dann den Pyromant. Der Pyromant ist wunderbar, der hat einen Pyrohandschuh von Anfang an. Den bekommen wir auch noch im Spiel. Der braucht nur Zauberei, damit er verschiedene Slots hat, um seine Zauber dort einzufügen. Wird aber nur über den Handschuh verstärkt, was auch sehr angenehm ist. Der Kleriker ist, denke ich, die beste Startklasse. Man kann sich heilen. Man kann relativ gut kämpfen mit ihm, man kann guten Nahkämpfer aus ihm machen und wie gesagt, durch Wunder kann man sich heilen und kann echt gut farmen im Late Game. Und der Bettler, ja, ich weiß nicht, warum man den nehmen sollte, der ist komisch. Vielleicht als Herausforderung. Ja, gut. Wie gesagt, wir nehmen den Zauberer. Ich werde meine Probleme wahrscheinlich mit ihm haben, weil ich einfach zu nahkampflastig bis jetzt gespielt habe. Na gut. Die Gaben. Zu den Gaben ist zu sagen, man bekommt alle später im Spiel nochmal. Also auch die Keine. Ein göttlichen Segen ist ein schöner Heiltrank. Eine schwarze Feuerbombe, wirfst du drauf, geht kaputt. Molotow-Cocktail nur in alt. Der menschliche Rest ist eine Menschlichkeit. Mit Menschlichkeiten kann man, sage ich es einfach mal grob raus, den Multiplayer freischalten. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch später. Wir werden auch Multiplayer spielen, definitiv. Ich werde mir Hilfe holen und ich bekomme bestimmt auch einen Wähler, aber gut. Das Fernglas, ja, rückt entferntes näher, ist die beste Beschreibung für ein Fernglas, was ich je gehört habe.
Ein Amulett, ja, kann man eintauschen. Ist cool zum Eintauschen, sonst bringt es meines Wissens nichts. Der Generalschlüssel, mit dem werden wir anfangen, öffnet einfach extrem viele Türen, kann Segen oder Fluch sein, aber wenn man sich ein bisschen auskennt, ist es Segen. Windswesenring heilt uns immer wieder, der alte Hexenring bringt uns meines Wissens nur, dass wir mit Quelana reden können. Quelana stelle ich euch nachher mal vor. Also wir kommen auf jeden Fall an Quelana vorbei. Ich hoffe, ich denke dann dran zu sagen, hey, das ist die mit dem Ring, kann man mit der reden. Sehe ich da schon. Figur, ja, können wir kurz durchgehen, dünn, Spanisch ist extrem dünn. Dick, kräftiger Rumpf, dicke Beine, kopflastig, kleinköpfig. Wunderbar, alles, was man hier machen kann. Normal. Man kann noch viel mehr machen. Zeige ich euch zum Schluss kurz, aber wir gehen jetzt hier einfach mal kurz die Bilder durch. Ich nehme dann einfach mal Drachenschule. Drachenschule finde ich einfach. Ich weiß nicht. Frisuren gibt es auch ein paar vorgefertigte. Nehmen wir doch einfach mal sowas. Haare schwarz, wundervoll. Wir können hier noch extrem viel einstellen. Also vom Gesicht, von den Haaren, von ach, alles. Von Hautfarbe. Es gibt blaue, grüne, gelbe Leute, die hier spielen. Also ja. Absolut gestört. Schaut auch komisch aus, wenn einem ein rothäutiger, rotes Phantom entgegenkommt. Da hat man schon ein bisschen Angst, weil das ist ja nur rot. Na okay. Ja, Spiel mit diesem Charakter beginnen. Wenn ich es auf OK klicke, kommt gleich ein wunderbar langes Intro. Schaut es euch an, ich finde es grandios. Und wir sehen uns dann danach. Bis dann. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty words pulled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Soon the flames will fade, and only dark will remain.
Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Das nördliche Asylum der Untoten. Ja, wir sind im Tutorial angekommen. Unser Tutorial besteht darin, aus dem Asylum zu fliehen. Der da oben war, den sehen wir nachher wieder, das ist Oscar. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ja, sollte Oscar sein. Wir haben hier eine der schönsten Waffen überhaupt, nämlich einen Schwertgriff. Den wählen wir gleich mal ab, weil ich glaube, wir machen mehr Schaden, wenn wir mit der bloßen Faust zuschlagen. Aber gut, dann rennen wir mal los. Ihr seht jetzt da links im Bild unsere Waffen, also rechts ist die rechte Hand, links ist die linke Hand. Unten sind die Tränke und Gegenstände und oben sind die Zauber. Wir haben jetzt da den Seelenpfeil drin, können aber nicht wirken, weil wir keinen Zauberstab haben. Genau. Schaut ein bisschen kaputt aus, aber okay. So, Leuchtfeuer sind die Heil- und Auffüllorte für Tränke. Ja, nicht mal Tränke gibt es in dem Spiel richtige, sondern du hast nur Esto Flask. Und die musst du auch noch auffüllen an den blöden Bonfeuern immer wieder. Sonst sind die einfach leer. Okay. Wir kommen jetzt zu dem ersten großen Freund. Da wir unbewaffnet sind, weichen wir dem Ganzen aus. Also, der ist jetzt da oben. Man sieht ihn oben in der Mitte, so halb, diesen wunderschönen Kanarienvogel. Ich versuche jetzt da nicht zu viele Schläge zu kassieren. Ja, da ist er schon. Da geht hier einfach eine Tür auf und da kann man sich wunderbar verschanzen dahinter. Kommt eigentlich nicht durch. So, da haben wir direkt wieder ein Leuchtfeuer. Liegt daran einfach, wenn man sterben würde, kommt man an den zurück. Und wenn man jetzt sterben würde, würde man oben rauskommen, wäre ein bisschen blöd, weil dann sitzt man fest. So. Da hinten steht einer mit einem Bogen. Das heißt, wir sporten ein bisschen los. Gehen wir gleich in die erste Ecke rein. Ein Lederschild, wunderbar. Das sind Nachrichten, die sind jetzt momentan noch vom Programmieren da. Mit Schild ausgerichtet, LB zur Abwehrhaltung. Ja, wir spielen auf dem PC übrigens. Ich hätte es auch für die PS3, aber ich finde es am PC einfacher aufzunehmen. Also, mit anderen Worten, ich kann nicht auf der PlayStation aufnehmen, weil ich keine Ahnung davon habe. So, Schild hoch, dann ist das Ganze viel angenehmer. Man kann den Pfeil natürlich auch wunderbar ausweichen, wenn man möchte, wenn man es jetzt hier gesehen hat.
Wir lassen jetzt den einfach mal davonlaufen. Hat eh keinen Sinn. Unser durch. So. Wir haben unsere Waffe. So. Dann gehen wir mal hoch. Wir nehmen wieder das Schild hoch. Kann uns nichts passieren. Wir können ihn anvisieren. Stellen uns hinter den. Ein kritischer Treffer. Wundervoll. Geht nur, wenn man hinter ihm steht. Wie gesagt, das sind Übungssachen. Dauert ein wenig. Man lernt. So, da sieht man ihn schon, unseren guten Oscar. Zu dem wollen wir. Aber zuerst machen wir unten noch eine Tür auf. Ein Shortcut sozusagen. Und zwar 1, 2, 3. Die hier. Und wir sind an einem wunderbaren Bonfeuer, das wir normalerweise schon kennen. Also, es sei denn, ihr habt ein bisschen Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis, dann haut das nicht mehr. So, verlassen wir mal kurz. Und wieder hoch. Übrigens, jetzt sind auch alle Gegner wieder da. Also der Bogenschütze, den wir vorhin getötet haben, der steht jetzt da auch wieder da unten irgendwo und wartet auf uns. Da oben ist gleich die erste Gemeinheit, eine Falle. Och, nee. Ja, okay, ich wollte sie euch unbedingt zeigen und war dann doch zu nah dran. So, wir reden mal mit Oscar. You. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Okay. Das ist der gute alte Oscar. Der stirbt jetzt gleich. Ich glaube, das war's. Oh. Aber er gibt uns noch sehen. Das ist wundervoll. So. Dann auf den nächsten Gegner. Na. Einmal zwei. Wir mussten auf jeden Fall mit dem reden, um die Heiltränke mitzunehmen, damit wir hier die Tür öffnen können. Also selbst mit Generalschlüssel wären wir durch diese Tür nicht durchgekommen. Und ja, man hat einen Generalschlüssel, kommt aber nicht durch alle Türen. So, wir schleichen uns jetzt da mal schon hin. Das ist der Beschleuniger. Wundervoll. Mit diesem können wir nämlich zaubern. Ich lege den jetzt rechts in die zweite Hand. Wir können mal kurz gucken, das interessiert mich mal kurz. Wir haben, rechts sieht man eine Belastbarkeit von 48. Wenn wir können jetzt 48 Kilo tragen im Prinzip. Das ist jetzt aber nicht wie bei Skyrim oder so, dass wenn man drüber ist, kann man nicht mehr laufen, sondern wenn wir 24 bis 48 Kilo tragen, rollen wir extrem langsam und fett und wenn wir 12 bis 24 tragen, rollen wir schon ein bisschen schneller und es läuft gut. Und alles unter 12 momentan, also unter einem Viertel, ist perfekt. Also man sieht, wir rollen da schnell. Wir stehen direkt wieder auf den Beinen und können extrem schnell laufen. Das ist super. So, der Zauberstab macht es. Oh! 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 Den müssen wir nochmal üben, hä? Das war ja gar nichts. Gleich nochmal. Geht doch. Gleich den ersten Zauber verfehlt. Das ist ja peinlich. Immer noch mal. Also. So. Da hinten kommt jetzt ein stärkerer Gegner. Mal schauen. Den pariere ich immer gern. Oh. Okay, ich hab's verkackt. Ich geb's offen und ehrlich zu, ich bin schlecht. Na, mit roher Gewalt geht's auch. Oh, da muss man gleich nochmal denken. Okay.
ich bin jetzt echt ein bisschen nervös, muss ich sagen. Da kommt der Bossfight. Wie gesagt, ich mache den Nahkampf. Ich habe Angst, dass ich dann an seinem linken Bein dran stehe, weil da versteckt man sich immer gut. Und versuch ihn da zu machen mit dem Dolch. Das wäre katastrophal. Ich schau mal, wie ich ihn jetzt hinbekomme. Wir nehmen das Ding am ersten zweihändig, weil wir... Na, ihr seht vielleicht, was wir dann damit machen. Ist cool. So, Nebel, Boss ist da unten. Wundervoll. Wir springen und, jawohl, schlagen ihn schön einmal dicke. Und kaputt. Wir warten wieder, bis er schlägt. Au, war ein bisschen weit. Ach komm, die Nase. Einfach nicht durchgerollt. Ja, und das war auch schon. Okay, leider eine drauf bekommen, aber kann ich alles haben. Schlüssel des großen Pilgers. Und eine Menschlichkeit. Super. Oh, man hört hier schon, da unten, da ist nochmal so einer. Naja, okay. Dann gehen wir mal weiter. Ja, wir müssen aus diesem wunderbaren Asylum entkommen. Man sieht schon, irgendwie schaut das nicht so aus, als könnte man hier so einfach zu Fuß entkommen. Ja, ich finde das auch irgendwie grausam. Man ist untot und ist dazu verflucht, so lange zu sterben, bis man absolut verrückt wird und einfach alles kaputt macht. Das hat er übrigens vorhin gemeint. Ah, ihr seid keine Hallo, hat er damit gemeint, ne? Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. So, wir sind am Leuchtfeuer angekommen. Na, danke. Wir können hier uns aufsteigen, also aufleveln. Ich weiß, wir spielen einen Magier und so, ne, aber ich brauche leider ein bisschen Stärke. Ich versuche möglichst schnell jetzt auf 16 Stärke zu kommen. Es hat eine bestimmte Waffe, die ich da im Kopf habe, die kommt später. Also, ja, nicht nur eine bestimmte, sondern mehrere, die genau 16 Stärke erfordern. Mit denen werden wir dann auch durchspielen. Ja, genau, Beweglichkeit schaut gut aus. So, dann beenden wir das. Wir sind jetzt hier im Firelink. Wir reden mal schnell noch mit dem Typen hier. Der erzählt uns jetzt, wie es weitergeht. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blighttown.
Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ja, sehr schön. Diese Information bringt einem extrem viel, ja? Ah, your face. You're practically hollow. But who knows? Going hollow could solve quite a bit. Ja, okay, verrückt zu werden und einfach nichts mehr interessieren, würde uns schon verändern. Ja, man sieht, wir sehen echt kacke aus. Also im Vergleich zu ihm, das liegt daran, dass wir eben nicht menschlich sind. Menschlich werden können wir auch am Leuchtfeuer. Dafür brauchen wir Menschlichkeiten. Das steht oben links in den Runden, wo das Doppel-Null steht. Da steht dann eine 1, dann könnten wir diese 1 von den Ausfällen umzugehen. Aber gut. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt hier mal Schluss. Ich verbeuge mich und sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.